Guten Tag zusammen zu einem weiteren Quickie, und zwar heute einem Opening Quickie. Und zwar öffnen wir heute 420 T1, T2, T3 und T4 Fraktal Daily Truhen. Und zwar ist es so, dass mir dieses Material zugespielt wurde, und ich komme auch genau gleich näher dazu, wie das zustande gekommen ist. Ich habe es für euch ein bisschen vorgespult, weil es eine extrem lange Zeit ist. Wir werden ein paar Mal die Orte wechseln, darum habe ich nur die Szenen rausgeschnitten, in denen geöffnet wird. Und zwar hat die Person, die mir das zugespielt hat, 140 Tage am Stück Daily Fraktale gemacht, T4 Fraktale, alle Truhen aufbewahrt und in seiner Truhe gehalten. Und ich möchte nochmal sagen, dass es eine extrem große Aufwendung für diese Person war und auch für mich, dieses Material für euch zur Verfügung zu stellen. Das Problem ist nämlich, ich glaube, ganz besonders, weil man es auch in den Videoaufnahmen gesehen hat, dass ArenaNet versucht hat, uns zu sabotieren. Ich weiß nicht warum, aber ArenaNet wollte durch Angriffe verhindern, dass euch dieses Material zuteil wird. Ich glaube, wir haben es hier mit einer Verschwörung von ArenaNet zu tun, weil sie nicht möchten, dass ihr herausfindet, was ihr alles aus den Truhen bekommt. Vielleicht ist die Droprate zu wenig, vielleicht ist es auch zu hoch. Nur irgendjemand von höherer Stelle hat versucht, diesen Upload, dieses Video zu verhindern. Aber wir haben es trotzdem geschafft, euch dieses Material zu zeigen. Das Wichtige ist, wir machen das Ganze vor dem Patch am 7.2. Und zwar haben wir am Montag, oder hat diese Person am Montag diese Öffnung getätigt im PvP, weil die Droprate im PvP ja hochgesetzt war. Das Wichtige an der ganzen Sache ist, das haben wir deshalb gemacht, weil ich genauso wie ein paar andere daran glauben, dass die Droprate sich verändert beim Öffnen dieser Boxen, und zwar im PvP, weil man dann halt dieses Magic Find mehr hat. Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber es hat auch niemandem geschadet, da eben kurz reinzugehen. Und ich habe gute Erfahrungen mitgemacht, ich habe also viele Drops bekommen. Das heißt, vielleicht war auch ArenaNet deshalb auf dem Kriegsfuß mit uns und wollte verhindern, dass wir dieses Geheimnis euch zuteil werden lassen. Aber wir wissen es nicht. Das Wichtige ist, die Person, die dieses Video mir hat zuteilkommen lassen, zugutekommen lassen, ist jemand, der extrem große Mühen investiert hat, um dieses Videomaterial mir zu geben. Ich habe einen USB-Stick bekommen mit den Worten, also ich habe gefragt, wie hast du die denn da rausbekommen? Und ich bekam die Antwort, wasch dir danach bitte die Hände. Ich weiß nicht, was das zu heißen hat, aber ich habe es getan. Ich möchte also hier nochmal kurz sagen, dieses Video ist mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Ich habe es extra für euch gekürzt und wollte euch zugutekommen lassen, obwohl eine höhere Macht wollte, dass ihr nicht die Möglichkeit habt, dieses Video zu sehen. Ihr seht an den harten Lagspikes, dass versucht hat, jemand von außen einzugreifen, aber es dennoch nicht geschafft hat. Also ihr werdet jetzt sehen, was einiges an Loot zusammenkommt. Ich werde nochmal kurz am Ende eine Statistik euch zeigen, was in etwa alles rauskam aus diesen 420 Fraktaltruhen. Ich glaube, bis einer der größten Live-Öffnungen, oder nicht live, aber Aufnahmeöffnungen überhaupt. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der bereits mehr als 420 Truhen geöffnet hat in einem Video. Aber es ist immens. 140 Tage, ich wiederhole nochmal, 140 Tage am Stück Fraktale. Ich kann schon mal sagen, dass die Ausbeute weit mehr als 1000 Gold war. An den Chiffren, die wir nochmal nachreichen werden. Das heißt, ich werde nochmal ein Video machen, in dem die Chiffren geöffnet werden. Jetzt ist es aber so, wir öffnen nur die 420 Truhen. T1, T2, T3 und T4. So, nachdem ich mich etwas abgeregt habe,
will ich euch nochmal kurz so eine kleine Loot-Tabelle zeigen. Ich habe jetzt nicht alles reingestellt, sondern ich will euch nur die Sachen zeigen, die mir am wichtigsten waren. Und zwar haben wir aus den 420 T1, T2, T3 und T4 Truhen, also jeweils zu jedem Tier 16 aufgestiegene Rüstungstruhen, 8 aufgestiegene Waffentruhen, 127 aufgestiegene Ringe, 24 Accessoires, 10 goldene Fraktalwaffen und 47 mal den alten Tom. Die Chiffren, die wir bekommen haben, und die Schlüssel, die werden wir später in einem, oder werde ich in einem weiteren Video nochmal besprechen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich bedanke mich natürlich für den tapferen Helden da draußen, der seinen Mann gestanden hat und so viel Übel auf sich genommen hat, nur damit ich dieses Videomaterial euch zeigen kann. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine flauschige Woche. Bis die Tage dann. Tschüss.